zu. Nach dem angekündigten Rückzug von Trainer Peter Stöger folgte heute der nächste Rückschlag. Der wirtschaftlich angeschlagene Verein erhält vorerst keine Lizenz für die kommende Saison. Es bleibt eine Woche Zeit, um fehlende finanzielle Sicherheiten nachzuliefern. Bis auf Austria Wien erhalten alle 11 Bundesliga-Vereine grünes Licht für kommende Saison. Sollte der 21-fache österreichische Meister die nötigen finanziellen Unterlagen nicht liefern können, gibt es dennoch ein Worst-Case-Szenario, um in der Liga zu bleiben. Falls ein Club ein Sanierungsverfahren anstrebt und das Sanierungsverfahren und der Insolvenzverwalter Ja sagt, dann kann man die Lizenz erhalten, wenn das Sanierungsverfahren bis 3.3.2022 abgeschlossen ist. Aber mit Sanktionen wie 6-Punkte-Abzug zu Ligastart und Transfereinschränkungen. Von Austrias Geschäftsführung gibt es heute trotz Interviewanfrage nur eine schriftliche Stellungnahme des Präsidenten. Wir wissen durch den heute erhaltenen Lizenzentscheid ganz genau, welche Anforderungen an uns gestellt werden und worauf wir uns fokussieren müssen. Wir werden alles unternehmen, um die zusätzlichen Informationen fristgerecht einzubringen.